Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich möchte euch heute ein Produktmedley vorstellen. Und zwar das Produktmedley, oh Gott, schweres Wort, blühender Kaktus. Ich habe mir jetzt einfach mal eine Karte damit einfallen lassen. Ich habe ja in den Kommentaren gelesen, dass es doch viele Kartenliebhaber gibt. Das freut mich sehr. Ja, und ich fand das total süß, habe es aber irgendwie noch nie benutzt, wie das immer so ist. Man hat immer so viel, was man gern benutzen möchte. Und ihr findet das Ganze hier vorne direkt schon im Frühlingskatalog auf Seite 8 und 9. Und zwar bedeutet ein Produktmedley, dass ihr da alles, was ihr hier seht, quasi bestellt. Also die Sachen gibt es jetzt nicht einzeln, außer man kann ein Nachfüllset bestellen. Da drin habt ihr dann, ich zeige euch mal kurz, was es gibt. Also ihr habt einmal das Stempelset, dann die passenden Stanzformen, dann habt ihr passendes Garn und dann sind hier noch so Filzblümchen dabei. Ne, die kann man hier einfach so rausprickeln, hätte jetzt mein Sohn gesagt. Und dann gibt es noch Designerpapier. Und bei der Geschichte hier gefallen mir total gut die Farben. Und zwar sind das die Farben Calypso, Farngrün, Heideblüte, Minzmakrone, Waldmoos und Weiß. Oh, jetzt hat es mich aber geschuckert. Es ist so kalt. Es sind minus 20 Grad. Ja, dann basteln wir jetzt was Fröhliches. Dann wird mir vielleicht wärmer. Und was ihr nachbestellen könnt, das ist dieses Nachfüllset, da ist dann das Designerpapier drin, die Filzblumen und das Garn. Also wenn man sagt, mir ist das jetzt hier ausgegangen, ich möchte das nochmal nachkaufen, dann kann man das halt getrennt von Stempel- und Stanzformen nochmal nachkaufen. So, also, auch hier das, ne, total süß. Mir gefallen einfach total gut die Farben. Eine sehr schöne Farbkombi. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, so ein paar Kakteen hier einfach auf so einen weißen Rahmen zu kleben und im Hintergrund ein bisschen von dem Designerpapier zu nutzen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Das Tolle daran ist, dass es hier ein paar Blätter gibt, da, aus denen man alles ausstanzen kann. Ich kann es euch mal zeigen. Also ich habe hier ein Blatt komplett ausgestanzt. Das finde ich ja immer mega gut. Ich liebe es, wenn man Designerpapier ausstanzen kann. Also hier, ne, passt alles drauf an Stanzformen, was es so gibt. Und wenn man ein bisschen malfaul ist, dann kann man das so machen. Beziehungsweise stempelfaul. Obwohl, wer ist denn schon stempelfaul? Deswegen sind wir ja hier, ne? Aber auf jeden Fall wäre das auch eine Möglichkeit. Oder man stempelt halt und stanzt dann aus. Ich habe auch mal so ein paar Farben. Das sind diese, das, was so ein bisschen aussieht wie eine saure Gurke hier. Und dann, das ist ein Designerpapier. Und das ist ein gestempelter. Und das ist Farngrün und Minzmakrone. Das hier gehört gar nicht zum Farbschema. Das habe ich einfach so. In Weiß sieht das auch immer toll aus. Also hier sind meine gestempelten. Und hier, das ist das vom Designerpapier. Da sind natürlich die Blümchen besonders schön, weil die so ein bisschen mehrfarbig sind. Ne? Ja, da werde ich einiges nutzen. Ich zeige euch aber gerade mal, wie man das ganz easy peasy stempeln kann. Da. Tatsächlich ist es auch immer schön, wenn ihr schon so eine Farbvorgabe habt und auch das Designerpapier nutzen wollt. Wenn man dann auch in dem Designerpapier bleibt, in der Farbe bleibt. Weil dann passt das natürlich schön zusammen, ne? So, und das ist jetzt hier Minzmakrone und Farngrün. Das können wir auch gleich noch ausstanzen. Und dann kann ich gleich das Stückchen noch hier nehmen, um den Spruch zu stempeln.
hatte so ein bisschen Probleme, diese Filzblumen aufzukleben. Klar, Heißkleber geht da immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer zu faul bin, für zwei so kleine Blümchen die Heißklebepistole anzumachen. Ich habe es jetzt mit einem Glue-Dot gemacht. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Tipps, die ihr mir mal in die Kommentare schreibt, mit was man das noch außer Heißkleber gut festkleben kann. So, legen wir mal hier hin, dass ihr was sieht. Und das Süße ist, dass diese Stanzform auch die Stacheln mit ausstanzt. Ich hoffe, ich treffe es jetzt so. Wenn es nicht schön wird, muss ich eins von meinen ausgestanzten schon nehmen. Aber ich kann im Video immer nicht so gut drauf gucken. Es ist gut geworden, es ist perfekt geworden. Da haben wir die zwei. Also sind da irgendwie süß, oder? Ich mag Kakteen. Ich will immer Kaktusse sagen, aber nein, das ist falsch. So, und dann habe ich mir noch Stanzformen aus dem Hauptkatalog genommen. Das sind die Stanzformen so hübsch bestickt. Da hat man hier so ein paar Rahmen dabei, die gefallen mir sehr gut. Und da habe ich hier dieses Rechteck genommen. Und stanze mir das in Weiß aus. Und dann war es das schon mit der Stanzmaschine. Ich habe neulich, mir fällt gerade ein, hat mich jemand angeschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, liebe Grüße, ob meine Stanzform diese Musterung von der Platte kriegen. Also ich habe jetzt nicht wirklich darauf geachtet, ob die neue Stanzmaschine von Stampin' Up da ein bisschen softer stanzt, aber ihr seht, wie meine Platte aussieht. Ich habe hier noch keinerlei Spuren auf meinem Papier. Irgendwann wird das wahrscheinlich passieren. Zumindest war es bei der Big Shot immer so. Ich mache das halt immer so, dass ich erstmal eine Stanzform so lange nehme, bis es gar nicht mehr geht. Und dann kommt die ich immer oben drauf habe, nach unten. Und eine neue kommt oben drauf. Also so kann ich mir so ein bisschen die Platten sparen und habe nicht gleich zwei total geschrottet. Das sind halt Verbrauchsgegenstände und ich wechsle meine Platten dreimal im Jahr oder so. Das kommt natürlich auch mal drauf an, wie viel man stanzt, wie viel man das benutzt. Wichtig ist, dass ihr die Platte komplett nutzt. Man ist ja immer so ein bisschen dazu geneigt, die Stanzform immer nur in die Mitte zu legen, aber legt es auch mal ruhig hier oben, unten, links und rechts an die Ränder. Die Maschine hat überall gleich viel Druck und stanzt das überall gleich gut aus. Wenn ihr das Problem habt und vielleicht auch noch die Big Shot benutzt, und das bei euch relativ schnell passiert, dann könnt ihr es auch so machen. Dann legt ihr euch einfach ein, ich habe jetzt kein Druckerpapier, aber ihr legt euch ein Druckerpapier unten drunter, dann das Papier, was ihr ausstanzen wollt und dann die Stanzform. Dann könnt ihr auch erstmal vermeiden, dass ihr diese Stanzer im Papier habt oder diese Rillen hier. Ne? Also bei mir ist es im Moment nicht der Fall. Mag an der neuen Stanzmaschine liegen, müsste man wirklich mal beobachten. Aber mir fiel es gerade wieder ein. So, dann habe ich dieses Teil hier ein bisschen bearbeitet. Man sieht es gar nicht so dramatisch auf der Karte, aber ein bisschen sieht man es. Und manchmal ist ja im Hintergrund was sehr dezent ist, dann trotzdem ausschlaggebend für die Karte. Gott, Wortfindungsdings. Und ich weiß, es gibt jetzt einen blöden Abdruck in der Mitte, aber da kommt eh mein Kaktus hin. Deswegen kann da ruhig ein Fleck entstehen. Und ich liebe diese Pinsel. Also wenn ihr die noch nicht habt, holt euch mal so eine Dreierpackung. Ich finde sie wirklich toll.
Und wenn man sie nicht benutzen will, dann kann man als den hier machen, ist auch schön. Sind so schön weich. So, und dann, ja, weiß ich nicht, machen wir jetzt hier gleich schon weiter, oder? Machen wir die Karte zum Schluss, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe dann hier noch so eine saure Gurke genommen, einmal in Minzmakrone und einmal in Farngrün. Seid da vorsichtig mit dem Kleber, weil da sind Löcher drin, den sieht man durch. Eine noch so ein bisschen höher. So, und dann kann man das jetzt entweder selber stempeln, diese Blume. Ich habe jetzt mal die ausgestanzte. Och, mein Handy, es tut mir leid. Sonst schreibt keiner und dann, wenn die Kamera an ist, geht es als Mö. Ich nehme jetzt mal hier so eine vom Designerpapier so eine. Habe ich denn keine lila mehr? Natürlich nicht. Ne? Jetzt hätten wir es mal anders farbig machen können. Nee, habe ich jetzt nicht. Dann machen wir es wieder so. Auch nicht schlimm. Ich habe erst überlegt, ob es doof ist, diese Filzblümchen mit den anderen zu mischen, aber nö, ist nicht doof. Haben sie im Katalog auch gemacht und ist eigentlich auch süß. So, und jetzt die Filzblümchen. Ich wollte ja mal so ein paar, es gibt hier auch so halbe, dann gibt es die hier. Die ist die gleiche, aber es gibt doch noch hier die kleinen. Ich hatte hier ein kleines und hier hatte ich ein größeres. Ja. So, und das jetzt aufzukleben ist nicht so einfach. Ich muss auch sagen, meine Heißklebepistole, ich habe zwar diese gute grüne ohne Kabel, aber die hat irgendwie eine Macke, die zieht nicht mehr so diese Stäbe rein. Also es hält auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob es nach der Post, nach dem Verschicken und so immer noch so hält. Ist nicht so optimal. Muss man vielleicht wirklich irgendwie auf einen anderen Kleber zurückgreifen. So, jetzt kommt eigentlich das Schwerste, nämlich. Oh nein, stand vor, um Gottes Willen. Der Spruch. Und zwar wollte ich gerne in dem Produktmedley bleiben, weil das hat wirklich bezaubernde Sprüche. Und zwar, ich muss mal kurz an meiner Kamera drehen, so. Und zwar, irgendwo ist Platz, nee, warte mal, so geht's. Wie stachelig das Leben auch sein mag, irgendwo ist Platz für eine Blüte. Also den fand ich wunderschön, gerade irgendwie im Moment sehr passend. Wahre Freundschaft ist selten und unverwüstlich, ist auch süß. Das Glück steht dir gut, mit dir blühe ich auf. Zum Geburtstag ein Jahr voller schöner Momente. Alles tolle Sprüche, aber hier dieses, wie stachelig das Leben auch sein mag, irgendwo ist Platz für eine Blüte, fand ich besonders hübsch. Was ist das hier? Wahrscheinlich ein bisschen ein Stück Boden oder so, wo man den Kaktus drauf stempeln kann. Ne? Und das habe ich jetzt ganz schmal ausgeschnitten, deswegen ist das so das, wo am meisten schief gehen kann. Achtung, vielleicht seht ihr jetzt meinen Kopf. Aber ich fand das toll, dass das so dezent, klein, da der Spruch noch zu sehen ist,
weil man will sich ja auch die Karte nicht jetzt mit einem großen Spruch zubappen, wenn man da so einen schönen Kaktus gemacht hat. Deswegen. Habe ich das so schmal, wie ich es konnte, ausgeschnitten. Ja, viel schmaler geht das wegen den Ü-Pünktchen. Und am besten ist es immer, wenn ihr ein gerades Stückchen weißen Farbkarton habt. Achtung, Kopf. Und da schon an den Rand stempelt. Oh, das ist schief geworden, schade. Ich hebe mir ja auch immer diese Streifen auf. Also das schmeiße ich nicht weg, weil da kann man immer ganz toll Sprüche draufstempeln. Bin ich ein bisschen schief gekommen. Mal gucken, ob ich es retten kann. Ich lasse es einfach mal so, weil am Ende macht man es immer noch schlimmer, wie es vorher war. Schön sehen solche schmalen Sprüche auch immer aus, wenn er die ein bisschen versetzt aufklebt. Also nicht beide direkt untereinander, sondern leicht versetzt. Jetzt nicht ganz so perfekt ausgeschnitten wie bei meiner Karte ohne euch, aber es ist trotzdem noch okay. So, und jetzt brauchen wir quasi einfach nur noch die Karte machen. Eine Karte in Grundweiß. Und dann habe ich mir das Designerpapier ausgesucht mit den Kakteen. Ich muss mal ganz kurz abmessen. Ich glaube, es waren 6 cm. Ja. Sechs mal 14. Und dann habe ich das unterlegt mit ein bisschen Minzmakrone. Da habe ich hier noch so ein paar Reste gehabt. Das schneide ich jetzt einfach hier in der Mitte durch. Also entweder macht ihr das so wie ich oder ihr nehmt euch einfach ein Stückchen, was 7 cm ist. Dann habt ihr ungefähr den Abstand. Aber es kann ja niemand drunter gucken, von daher ist das ja egal, wie groß das ist. Das sieht immer schöner aus, wenn man noch was unter dem Designerpapier hat, also finde ich zumindest. Und das muss auch kein großartiges Muster oder irgendwas sein, sondern einfach so ein Streifen Papier macht schon wieder was her. Ach, jetzt ist mir aber doch ein... Wieso denn 14? Okay, verkackt. Nein, gar nicht. Ich hab's ja nicht auf der Karte kleben. Jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander. Da muss es ja drauf. Und zwar habe ich ja noch einen Aufleger gemacht. Der ist nämlich 14 mal 10. Und da passt es drauf.
So, und dann hat man hier dieses Garn, das habe ich noch ein bisschen drumherum gewickelt. Wobei, ich muss mal gucken, da steht ein bisschen was über. Und immer das Garn, wenn das so auf der Rolle kommt, dann ist es so ein bisschen, ja, so hat halt so Locken, ne? Das ist immer nicht ganz so schön, aber da kann man einfach hier drüber gehen und wie beim Geschenkpapier, nur andersrum, beim Geschenkband, kann man das wieder relativ einfach gerade machen. Und dann hat man nicht diese Schweinchenlocken. Außer man mag das, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich das hier so zweimal drum gewickelt. Dann hat man noch mal so ein bisschen den Farbklecks mit drin und es ist dann alles nur grün. Und dann habe ich hier unten eine Schleife gebunden. Hallo? Doch, du musst da durch. So. Ungefähr so. Und dann auch ruhig immer ein bisschen länger lassen, ist auch schick. Kann ruhig auch ein bisschen von der Karte runterhängen, finde ich. Sieht immer nett aus. Dimensional drunter. Und ich ase immer ein bisschen mit Dimensionals rum. Vielleicht reichen auch 4, aber mir nicht. Ich finde das immer nicht schön, wenn das anfängt durchzuhängen. Da mache ich lieber ein paar mehr drauf. Ihr habt schließlich 300 Stück in so einer Packung. Da kann man einige Karten mit basteln. Aber man hat ja so ein paar Macken. Vielleicht ist das ja auch nur meine. Weil ich kann das nämlich nicht leiden, wenn dann die Karte hier irgendwie 2 Monate liegt und ich möchte sie verschicken. Und das fängt dann hier an durchzuhängen. Das kann ich nicht leiden. Deswegen kommen da genug Dimensionals drauf. Ja, und dann kommt hier quasi noch unser Topping. Ich kann euch ja noch mal zeigen, wie ich angefangen habe mit der Karte, weil das findet ihr, glaube ich, immer ganz gut, wenn ich das zeige. So war mein Start. Und da habe ich hier noch so Farbstreifen drunter geklebt. Das fand ich ganz nett. Aber als ich das dann hier aufgeklebt habe oder hingelegt habe, war erstens mal der mittlere Streife weg. Das war so ein kleiner Denkfehler. Und es war mir einfach zu viel. Also es kommt ja hier bei dem Papier gar nicht durch. Und wenn ich das jetzt hier drauf lege, sieht es viel schöner aus. Zumindest in, was mein Geschmack mir sagt. Ja, so startet man manchmal mit einer Idee und dann muss man einfach nur mal vielleicht das Designerpapier ändern und dann kommt man der Sache schon näher. Und dann kann man das jetzt hier aufkleben, möglichst gerade. Sind wir so gerade? Ich glaube schon. Und jetzt entweder lässt man es so oder macht noch Glitzi drauf. Ich finde Glitzi immer sehr wichtig, deswegen kommt natürlich noch was drauf. Das hier sind diese wunderschönen Glitzersteine aus dem Hauptkatalog. Da habt ihr hier solche Weißmatten, die innen drin noch ein bisschen glitzern. Die hier sind fast so kupferrosa und die hier sind fast so wie Glitzersteine, wie so richtige Glitzersteine, nur ja, anders geschliffen. Also die sind wirklich sehr schön, die Teile. Und ich nehme hier diese matt-weißen und mal gucken, wie ich es da gemacht habe. Machen wir es auch wieder so.
So, das war's. Und wer den Aufhebhelfer noch nicht hat, ist selber schuld. Ich kann es mir immer wieder sagen, ich liebe dieses Teil. Das war meine Kaktuskarte vom Produktmedley. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Im Katalog ist es so ein bisschen, ja nicht versteckt, aber so ein bisschen unscheinbar, würde ich es nennen. Ich finde es wunderschön und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Oh,